Herzlich willkommen zur nächsten Folge Raft mit The Ahoi. Snake. Huch. Läuft. Moin. Moin, moin. Hast ja wieder deine Angel draußen, wa? Ja, muss ja mal ein bisschen was, ne? Das ist gut. Ich kümmere mich dann gleich um das Hai-Problem. Das wäre sehr nett. Du, da liegt noch ein Lachs auf dem Grill. Ratem. Und ich habe hier noch was für dich. Was denn? Ah, eine Glückskatze. Da habe ich auch einen perfekten Platz dafür. Wo ist sie denn jetzt? Oh. Nervomatz, geh weg. Das ist unser neues Maskottchen. Die winken mir zu. Ja, will ich mal nicht so lange da unten bleiben. Ich trinke dann lieber mal was. Was sinnvoller ist. Auch gleich mal wieder nachfüllen. Ich möchte ja nicht, dass wir kein Wasser mehr hier haben. Das wäre äußerst schlecht. Dafür braucht die Pie. So, ich töte mal eben den Hai und dann gehen wir mal ein bisschen tauchen. Mach das. Oder er tötet mich fast oder so. Das kann natürlich ist auch sein. Eine Option. Das könnte natürlich auch sehr schnell passieren. Ich bin eher für der Sache, dass ich ihn töte und nicht er mich. Ja, sehe ich auch so. Könnte man schön heim nochmal essen. Ja, das wäre eine Option auf jeden Fall. Also das Hai-Problem ist halt gar kein Problem. Allgegenwärtig, ach man. Und da ist er tot. Dann würde ich sagen, mal eben schnell tauchen gehen. Ja, ja, ja. Bin schon unterwegs. So. Ziehen uns natürlich auch noch die Flossen an, die was das Snake letzte Folge gecraftet hat. Nehmen wir doch gleich mit. Ja, das ist gar nicht so schlecht. Umso schneller können wir uns hier auch unter Wasser ein bisschen bewegen. Kommen dann auch schneller wieder an die Oberfläche. Umso länger können wir auch unten bleiben. Genau, dafür sind sie gedacht. Und auch umso schneller kommen wir wieder runter. Also, wir sind viel produktiver jetzt im Einsammeln. Nein. Sollten auf jeden Fall noch welche auf Vorrat, glaube ich, craften, damit wir die nicht... Ja, das sehe ich auch so. Nicht die ganze Zeit immer neu craften müssen. Da kümmern wir uns aber später drum. Also, vergessen wir es eh wieder. Oder zumindest ja. Ich. Das schon eher. Sand natürlich noch mitnehmen. Ich hab doch da gerade was Blödes gesehen. Ne, das war eine Koralle. Was hast du denn gesehen? Ne, das war eine Koralle. Ah. Schrott natürlich noch einsammeln. Ja, unbedingt. Sand und Ton. Tonplatz haben wir ja auch ein bisschen wieder. Kiste hast du schon aufgesammelt? Nee, ne? Nein. Hab eigentlich noch nicht. Ich bin noch mitten hier am Loom. Gucken wir mal, was wir da drin haben. Ein Feuerkorb. Das ist doch oh endlich ja. Mal was Vernünftiges. Das wollen oh wir. Oh ja. Da sehe ich mich. Schön fürs Ambiente. Das könnten ja. Wir bauen. Gehen wir ein bisschen schwimmen.
Da ist natürlich auch schon wieder jemand am Tauchen. Gar nicht so verkehrt, wenn man zu zweit ist. Umso schneller bekommt man hier alles abgelootet. Das stimmt allerdings. Uns ist nämlich aufgefallen, dass uns Planken fehlen. Also müssen wir so schnell wie möglich eigentlich wieder ablegen. Ja, das ist sinnvoll. Weil wir sonst irgendwann nichts mehr zu essen und so machen können. Ich meine, wir könnten noch Kartoffeln roh essen, aber wie viel Kartoffeln willst du essen? Ich wollte gerade sagen, das bringt gar nichts. Das kannst du auch sein lassen. Aber das Schiff wird immer größer und größer. Das ist. Wollt ihr eigentlich auch so sein? Ach ja, unser Freund ist auch schon wieder da, ne? Oh, ein bisschen Schrott haben wir. Ich glaube, wir müssen demnächst auch eine neue eine Schrottkiste machen. Ja. Glaube ich. Ein bisschen wild ist er heute. Das ist ja nicht so. Das habe ich gesehen, dass ich da was einsammeln konnte. Lass mich natürlich kurzzeitig ablenken und dann kriegt er mehr einmal, ne? Mhm. Ich glaube, das mag er nicht so, gepiekst zu werden. Nee, das glaube ich auch. Da steht er nicht so drauf. Aber ich glaube, wir sind eh durch, dann können wir eigentlich ablegen. Warum will ich ihn dann töten? Das weiß ich nicht. Können wir doch. Eigentlich ein anderes Mal machen, das Töten, das heißt. Dann fahren wir mal los. Legen wir gleich ein bisschen Haifleisch wieder rauf. Ich habe hier natürlich auch noch eine Keule, die ich gleich noch mit draufpacken will. Aber das kriegen wir auch noch gleich hin. Ja, wir haben hier gerade wieder Platz. Werfen wir das doch dann mal rein. Legen wir auch ein bisschen ab. Na, ja, das meine ich halt, uns fehlen halt Planken. Nicht so gut. Unsere Öfen da rennen noch nicht auf 100%. Ich habe zwar jetzt noch ein bisschen was auf der Tasche, aber ein bisschen braucht man auch zum Reparieren. Also. Ja, nicht nur zum Reparieren. So. Von Segel her, was sagt das? Das sagt eigentlich, wir fahren gar nicht so verkehrt. Okay. Rafti? Ja? Hättest du noch mal gleich kurz Zeit? Ja, hätte ich. Der Haken bleibt drin, okay. Dann hole ich mir das halt nicht. Rafti? Ja, so. Möchte dir noch was überreichen. Ja. Was krieg ich noch? Noch eine Glückskatze. Ah, nein. Arschlochvieh. Jetzt greift er da auch noch an. Da habe ich gar nicht dran gedacht. War es nicht schlimm. Ich stehe hier hinten meist ja zum Angeln. Da kam er ja eben nicht. Also zwischendurch werfe ich den Haken aus und wieder nehme ihn gleich rein und denke mir so, wieso hast du ihn eigentlich wieder reingeholt? Oh, eine ganze Kiste voller Holz, das ist gut. Mach mir hier gleich mal eben Nee, das ist nicht schlecht. Lass mal hier die Schmelzöfen einmal voll machen. Haben wir noch 4 Planken übrig. Dann auch noch hier auf unseren Grill.
habe ich nur eine Planke übrig. Perfekt. Oh, Kiste. Oh, eine Kiste mit Planken. Ich habe auch eine erwischt. Das ist gut. Oh, ist das gut. Oh, ist das gut. Komm mal, ich kann auch angeln. Nein. Bist du gerade? Hallo? Mann, über Bord. Und dann will er nicht wieder rein. Werden wir bald mal ein bisschen länger, ne? Hoffentlich. Aber vorher wollte ich das hier noch in schön machen. Das vordere Teil. Ja. Brauche ich keinen Haken. Natürlich. Das hat er wohl weg. Ja, da war ich auch zu spät. Habe ich zeitlang ein bisschen zu wenig überlegt. Nennen wir es zu wenig überlegt. Das Miezekätzchen. Wir haben noch ein zweites Miezekätzchen. Ich würde sagen, das winkt uns hier noch zu. Hast du eigentlich gesehen, wo ich das erste Miezekätzchen hingepackt habe? Ja, habe ich gesehen. Ich fand das halt eine schöne Stelle. So, natürlich. Kunststoff fehlt gerade. Da haben wir ein bisschen. Oh, wo ist der blöde Piepmatz Herz? Tot. Okay. Der wollte Kartoffeln essen. So, gewässert habe ich auch. Wenn ich ja schon dabei bin, trinke ich auch gleich mal was. Da wollen wir natürlich auch nicht so geizen, ne? Wasser haben wir ja ohne Ende hier. Weißt du, was das Gute ist? Wir brauchen halt kein Holz, um uns Wasser herzustellen. Das ist so wichtig. Eine mit der Sachen, was man jedem empfehlen kann, der Rust anfängt mit Raft. So schnell wie möglich in den Bereich zu kommen, Glas herzustellen. Ich habe ihn gerade getötet, ne? Das gibt's doch einfach nicht, ne? Ja. Hier haben wir noch ein bisschen Kunststoff. Und Holz. Und könnten wir eigentlich als nächstes mal ein bisschen länger werden? Könnte man. Da kommen auf jeden Fall noch ein paar Kisten. Die sammeln wir noch ein. Ich will das aber erst hier schön haben. Das sieht so doof aus sonst. Es muss eintönig hier sein. Bisschen Kunststoff. Dann haben wir das eigentlich ziemlich schnell abgegradet. Oh, einen Schrank wollte ich schon immer mal gemacht haben.
Palmblätter natürlich auch nicht vergessen. Ich überlege gerade noch, wir sind ja 14 breit mit dem Schiff. Floß. Es soll ein Schiff werden, ist aber noch ein Floß. Ja. Werden wir natürlich auch noch ein bisschen in die Länge gehen. Ich sollte unbedingt den Heilkopf mal ablegen. Macht halt keinen Sinn, mit vollem Inventar die ganze Zeit hier rumzustehen. Und eine Badewanne können wir jetzt. Das ist natürlich nicht so verkehrt. Kunststoff. Ich will das Kunststoff. Später kann man natürlich auch noch das Schiff besser drehen und bekommt so besser den Loot auch mit. Dann verbessern wir das hier gleich. So, und dann würde ich sagen, gehen wir in die Länge. Aber uns fehlt die ganze Zeit Kunststoff. Gerade frisch gebaut und du beißt da drauf, oder was? Der mag uns nicht. Metall gleich mal eben nochmal raus. Ah, da, Kunststoff. Und das nehmen wir mit. Umso mehr Kunststoff, umso schneller werden wir auch größer. Genau, ich wollte meinen Metallbahn rausholen. Erstmal ein. Wie sieht es denn windmäßig aus? Stehen wir noch gut? Ja. Anfangs hatten wir so ein bisschen Palmblätterproblem. Jetzt geht das gerade, weil wir jetzt keine Netze bauen müssen. Oder noch nicht bauen müssen. Aber jetzt brauchen wir ziemlich viel Kunststoff. Jetzt haben wir ein Kunststoffproblem. So schneller wir das auch noch gelöst haben, das Kunststoffproblem, umso besser. Aber es wird langsam. So nach und nach. Die Insel habe ich mit Absicht natürlich nie angesteuert. Brauchen wir noch ein bisschen Kunststoff und Holz. Da macht jetzt eine Insel noch gerade gar keinen Sinn. Also in meinen Augen natürlich. Holzmäßig wäre es natürlich vielleicht vom Vorteil gewesen. Hätten wir noch die Bäume da abfällen können. Aber wir brauchen ja auch immer Kunststoff dabei, also
Anders kriegen wir es nicht größer, das Floß. Können wir natürlich ein bisschen was da liegen lassen, weil wir ein bisschen wegdrehen von der Insel. Dadurch ein bisschen auch den Lootstrom wieder verlassen. Ich habe volles Inventar natürlich. Das ist nicht so gut. Jetzt können wir noch ein paar Pflanzen dann demnächst bauen. So. Es hätte, glaube ich, Sinn gemacht, diese Seite erstmal zu erweitern und dann die andere. Ich weiß jetzt schon, ich habe keinen Platz. Würde einfach so wegfallen. Das wollen wir natürlich nicht. Mal eben schnell Platz machen. Sammeln wir den Hai eben schnell auf. Essen ist natürlich gar nicht so schlecht, wenn wir das haben. Da wir ja die Flossen haben, sind wir eigentlich schnell wieder am Schiff. Das ist auch ein Vorteil. Genau, erstmal hier die Federn weglegen. Die brauche ich nicht im Inventar. Die Muschel auch gleich. Ton kann ich auch gleich noch mit ablegen. Ich weiß gar nicht, warum ich das noch im Inventar hatte. Den Vogel dann auch noch gleich mitnehmen. Kann ich nämlich gleich wieder einen Grill vollwerfen mit Vogel. Hauen wir ihn uns doch auch gleich rein. Haben wir hier noch ein bisschen Kupfer liegen. Das packen wir auch gleich wieder weg. Machen hier gleich mal Metall fertig. Das werde ich benötigen. Zum Upgraden ein bisschen. Genau. Dann kann ich hier mal eben das wieder rausholen. Hatte ich ja eben nur provisorisch da reingeworfen. Upgraden wir das. Dann gucken wir mal. Sieht gar nicht so verkehrt aus. Ach, Essen brauche ich eigentlich gerade erstmal nichts. Trinken brauche ich. Und ich wollte mir immer noch die ganze Zeit die Flasche gemacht haben. Aber irgendwie komme ich nie dazu. Machen könnte ich sie, glaube ich, schon. Wäre jetzt nicht so das Problem. Seile. Sammelnetze gleich herstellen. Hängen wir die auch hier gleich ran. Sammeln die gleich mit für uns.
Und man sieht halt jetzt schon, das Inventar wird immer voller und voller, wenn man hier jetzt schon durchläuft. Das ist ja auch unser Ziel. Da hatten wir noch ein paar Seile drin. Machen wir noch gleich fertig. Upgraden wir das hier auch noch. Ah. Das Problem. Jetzt. Dann machen wir erstmal wieder hier das erst einmal so zu. Und dann bauen wir weiter. In die Länge. Bisschen noch Kunststoff. Genau aus dem Grund hatte ich das da schon gleich verlängert. So bekommen wir viel mehr Loot auch mit ab und müssen uns nicht die ganze Zeit abhetzen mit einem Haken. In Windrichtung stehen wir noch. Sieht gar nicht so verkehrt aus. Erstmal hier beim Haken, damit der Hai hier nicht an den Haken so schnell kommt. Und dann den Rest. Ja, aber ich würde sagen, das sieht ja schon mal gar nicht so schlecht aus. Langsam wird es. Der streift hier schon wieder umher. Ich denke mal, der will auch demnächst wieder hier reinbeißen. Öffnen wir das hier gleich mal. Wieder eine Flagge. Dann sammeln wir doch mal noch ein bisschen. Ich glaube, Kunststoff war die ganze Zeit immer das Problem. Ja. Langsam werden wir größer. Das sieht doch gut aus. Kriegen wir die noch? Die Kiste. Das wäre toll. Nein. Jetzt geht's wieder. Oder hörst du mich nicht? Doch, ja. Ich höre dich. Das ist ja nett. Hattest du Probleme mit deinem Headset? Nee, anscheinend Probleme mit Discord. Ah. Perfekt. Er hat auf einmal, ich habe die ganze Zeit so blum, blum, blum gehört. Ich denke, was ist jetzt denn? Und er war permanent an Verbinden. Okay. In den allgemeinen Chat hat er mich reingelassen, aber, in dem hier, in dem Stream-Chat nicht. Ha. Das ist komisch. Ja, jetzt habe ich da natürlich sehr viel, war ich nicht mehr dabei. Ja, hab das hoffentlich
so gut wie möglich ausgeglichen. Nachteil ist natürlich, wir sind bei 30 Minuten. Ja. Das heißt, du kommst genau rechtzeitig zum Abmoderieren. Perfekt, oder? Ich würde sagen, wir werden jetzt noch ein bisschen on Tour sein. Noch ein bisschen was einsammeln. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge, würde ich sagen, oder? Oder was sagst du? The Snake? Okay, Discord-Probleme anscheinend. Gut, dann würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Denk mal, The Snake sagt dann auch noch Tschüss. Oder? Tschüss. Genau. Alles klar. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis nächstes Mal. Tschüss.